Hey Leute, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar geht es heute um eine Gaming-PC-Empfehlung für 500 Euro. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Den Anfang macht mal wieder die CPU und zwar ist das heute ein Intel Core i3 4350, hat zwei Kerne mit jeweils 3,6 GHz und der ist recht gut zum Zocken wegen der hohen Taktfrequenz vom einzelnen Prozessorkern und auch rechtlich ist sehr gut, besser als die meisten AMD-Prozessoren. Als Grafikkarte habe ich hier die XFX Radeon R9270 ausgewählt. Die ist sehr gut, hat einen hohen Speicher, also 2 GB in dem Fall, und kostet 140 Euro, also sehr gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis und ja. Das Mainboard ist von MSI, nämlich das H81M E35, hat einen Sockel 1150, also passend zu dem Prozessor und kostet 51 Euro, ist MATX, hat DDR3 Dual Channel und reicht eigentlich vollkommen aus. Damit wir den Dual Channel vom Mainboard richtig ausnutzen, haben wir gedacht, packen wir einfach 8 GB rein von Crucial Ballistic und zwar die Sport DDR3 1600er, eine CL9 Latenz und für 60 Euro kann man dann nichts falsch machen. Ich habe die selber in meinem zweiten PC verbaut und damit echt zufrieden. 450 Watt Netzteil von Corsair habe ich verbaut. Das ist nicht modular, aber kostet 33 Euro und ist echt gut. 450 Watt reichen locker aus für eigentlich alles, was momentan im PC drin ist und wenn man dann ein bisschen mehr will, kann man sogar neue Grafikkarte nachrichten, die ein bisschen mehr Strom zieht. 1 TB als Festplattenspeicher habe ich mir gedacht und das reicht auch. Das ist von Western Digital in der Blue Edition für 50 Euro und ich denke, das reicht für die meisten Spiele, die meisten Programme, wo man drauf hat und dann, wenn man mehr braucht, kann man es nachrichten. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Teil angekommen, nämlich das Gehäuse. Das ist von Aerocool, das GT Black. Ist ein Mediatower ohne Netzteil, schwarz-rot, kostet 26 Euro und reicht auch aus. Am Schluss sind wir jetzt bei 497 Euro und 43 Cent angekommen. Stand ist 1.1.2015. Ich denke, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für den PC. Man kann die meisten Spiele spielen, also vor allem dann CSGO, Minecraft und so weiter und so fort. Läuft alles perfekt, denke ich mir. Und sonst muss man halt die Auflösung ein bisschen runterstellen, wenn es nicht mehr läuft. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und mir auch gerne Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen speziell zum PC habt, könnt ihr mir auch Fragen stellen. Wenn ihr andere Preisvorschläge habt, könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Das war's jetzt wirklich. Ciao Leute, bis zum nächsten Video. Bis dann.